nehme ein bisschen das Umfeld. Ne? Nee, du musst ihn, ich nehme das Umfeld. Gut, wie du meinst. Ja. Wir sind hier im Wareneingang angekommen. Wir haben hier vorne auf der linken Seite 4 Lastwagenrampen, wo pro Tag etwa 40 Sendungen bei uns ankommen. Dazu kommen noch mehrere Sendungen von Paketdienstleistern, also kleinere Lieferungen, kleinere Artikel, die hier bei uns reinkommen. Die Ware findet dann verschiedene Wege. Es gibt einerseits den Weg direkt in das Hochregallager rein, vom Modul 6. Andererseits gibt es den Weg in die Autostore-Anlage, die hier im Modul 4 im OG oben zu finden ist. Und es gibt den Weg von den Artikeln direkt ins Flächenlager, wo hier auch im Modul 3 und hier im Modul 4 im EG zu finden ist. Ware, die ins Hochregallager geht, das ist Reserveware. Beispielsweise, wenn wir Gehäuse einkaufen, haben wir vielleicht 1'000, 1'500 Stück von einem Artikel, der reinkommt. Dann stellen wir 2 oder 3 Palette in die Flächenlager, damit wir dort abkommissionieren können. Und die restlichen Paletten kommen ins Hochregallager. Und dort wird dann automatisch Nachschub rausgeholt, wenn sie in der Fläche, der Bestand zu tief geworden ist oder wenn es ausgegangen ist, das Gehäuse. Wir gehen jetzt gerade in das Hochregallager rein und schauen, wie dort die Technik aussieht. Grüner, hast du da drüben auch gefilmt? Das hat er auch gezeigt. Du musst ein bisschen flexibel dann. Was sind wir denn? Ah, von Telenab, das ist das regionales Fernsehen. Ja, okay. Können das sicher, oder? Ja. Da rein. Im Moment ist hier innen noch sehr ruhig. Wir fangen etwa um 11 Uhr hier innen an zu arbeiten, damit dann das ganze Lager auch in Bewegung ist. Was man hier innen sieht, ist ein Drittel von dem Modul 6. Hier im ganzen Modul sind 13 Lagergassen untergebracht. Diese Gassen werden von diesen Hochregallager-Bediengeräten oder Regalbediengeräten bewirtschaftet. Das Gerät funktioniert vollautomatisch, das heisst, das fährt in diesen Gängen hin und her, holt Paletten, lagert sie aus oder lagert Paletten ein, die wir beim Wareneingang hier gegeben haben. Das Regalbediengerät kann die Gasse wechseln, also ist immer ein Bediengerät pro Brandabschnitt, der in Betrieb ist. Das wechselt dann die Gasse und kann somit auf alle Paletten zugreifen. Das Gerät ist rund etwa 8 Tonnen schwer und läuft mit etwa 10-11 Stundenkilometer diesen Gassen hin und her. Es kann rund 600 Kilogramm Paletten umfahren oder heben oder senken. Gut. Ich denke nachher, wenn die Eröffnung vorbei ist, haben Sie sicher die Möglichkeit, noch vorbeizukommen und schauen, wie das Ganze in Bewegung aussieht, nachher vielleicht für Filmmaterial etc. Gut, wir würden wieder am gleichen Ort zurück, wie wir gekommen sind. Genau. Das Hochregallager ist vorher schon von der Lego genutzt worden. Wir haben das modernisiert, das heisst, es ist neue Software draufgekommen, neue Steuerung ist gemacht worden, die ganze Sensorik, die Antriebe sind gewechselt worden. Also wir haben eigentlich den alten Stahl haben wir übernommen und alles, was irgendwie in Bewegung ist, haben wir frisch gemacht. Das ist einfach eine Modernisierung, eigentlich, die wir dort durchgeführt haben. Und die Regalanlage ist mehr oder weniger 1:1 von der Lego übernommen worden. Wir haben noch gewisse Rückbauten und gewisse Anbauten gemacht, aber nur in den Details eigentlich. Ja. Wir haben dort innen 14'000 Palettenplätze zur Verfügung, wo wir unsere Ware lagern können. Und im Moment haben wir 5'000 Palettenplätze besetzt, von diesen 14'000. Wir stehen jetzt hier im Wareneingang. Hier im linken Bereich sind die Wareneingangsarbeitsplätze, wo die Ware von uns vereinnahmt wird. Wir zählen die Ware, zählen Seriennummern erfassen, Lieferschienen kontrollieren. Und nachher schließt hier eigentlich das Flächenlager an, wo dann die grossen Artikel gelagert werden, also Artikel, die zu gross sind für die Kunststoffkisten rein, werden hier in diesen Lagerregal gelagert. Und da innen fahren dann Kommissionierstapler rum, wo die Artikel kommissionieren. Hier der erste Bereich ist unser sogenanntes Sperrgutlager. Das heisst, wir lagern hier sehr sperrige Artikel.
Leinwand beispielsweise, die 3-4 Meter lang sein können, oder Fernseh, grosse Fernseh. Die Leute sehen immer schlechter, kaufen sie grössere Fernseh. Also heute ist man bei, sagen wir mal, bei 50 Zoll Diagonalen, das ist schon fast ein Badzimmermodell. Heute sagt man so, oder fährt so bei 60, 70 Zoll an, richtig spannend werden. Und das ist natürlich auch für uns in der Logistik eine Herausforderung. Also die Paletten sind bereits zu lang, um mit einem normalen Stapler zu nehmen. Die kann man nicht einfach so handeln. Teilweise muss man sie zu zweiten umtragen. Wir dürfen sie nicht ablecken, weil sie sonst kaputt gehen können. Und das sind eigentlich die Herausforderungen bei uns, wo es auch verschiedene Prozesse dafür gibt, wie wir die richtig handeln. Wir tun beispielsweise, gerade bei diesen Flachbildfernsehen, tun wir im Wareneingang so einen Indikator anbringen, einen Kipp-Indikator. Und dann tun wir eigentlich den Fernseher auf dem ganzen Weg so überwachen. Und sobald der Fernseher irgendwie gekippt würde, wird der Indikator auf Rot schalten. Und dann wissen wir, ah, der Fernseher ist schon mal gekippt worden, da ist etwas nicht mehr gut, der darf so nicht mehr zum Kunden raus. Der Fernseher wird dann bei uns intern von der Technikabteilung geprüft, ob alles in Ordnung ist. Und wenn er in Ordnung ist, wieder verpackt und geht erst dann zum Kunden raus. Also wir haben eigentlich von unserem Wareneingang bis zum Kunden haben wir den ganzen Prozess so überwacht. Jetzt gerade bei diesem speziellen Bereich. Wir gehen weiter, oder? Das ist elektronisch, oder? Nein, das ist rein ein mechanisches Teil. Das ist schon Luft, Sicht. Der Sauerstoffgehalt geringer ist, die Nähe dran voll. Also da sind wir jetzt auf der Einlagerseite von dieser neuen Autostore-Anlage. Die ist frisch hier eingebaut worden. Die Anlage sehen wir auf dieser Seite. Da sind die Einlagerarbeitsplätze angebracht. Die Anlage ist komplett eingekleidet mit diesen Fassadenpanelen aus brandschutztechnischen Gründen. Innen ist eine Sauerstoffreduktionsanlage in Betrieb. Das heisst, wir senken den Sauerstoffgehalt in der Luft auf 15%, gut 15% absenken. Das heisst, man kann dort normal rein, braucht spezielle medizinische Untersuchungen, kann dort aber normal rein, gehen Wartungen machen, ohne Atemschutzgerät oder so. Es ist wie wenn man auf einem kleinen Matterhorn oben würde stehen. Und die Reduktion führt aber dazu, dass innen kein Brand entstehen kann. Das haben wir aus Betriebssicherheitsüberlegungen vor allem gemacht, weil wir uns eigentlich einen Stillstand oder so ein Ereignis in dieser Anlage, in dem Herzstück unserer Logistik, eigentlich nicht erlauben können. Auf dieser Anlage oder auf dem Gitter oben, wir sehen nachher im Feinstil, wie es genau aussieht, fahren 70 von diesen Robotern. Die Roboter, so einer ist hier ausgestellt. Der Roboter hat hier einen Greifarm, der an diesen Metallbändern befestigt ist. Und mit dem Greifarm, mit dem Lift, kann er die Behälter greifen. Also der Lift fährt dann eigentlich innen im Aluminiumgitter runter, bis er auf einen Behälter trifft. Und nachher kann er den Behälter absetzen oder kann den Behälter wieder auflüpfen. Da sind immer 20 Behälter übereinander in dem Aluminiumgitter innen gelagert. Und wenn der Roboter einen von den unteren Behältern braucht, dann nimmt er den ersten drauf, stellt ihn auf die Seite, nimmt den zweiten Behälter, stellt ihn auf die Seite, nimmt den dritten Behälter, stellt ihn auf die Seite, bis er den vierten hat, den er auch wirklich braucht. Der Roboter fährt dann mit dem vierten Behälter zum Arbeitsplatz, wo man dann ein- oder auslagern kann. Und in der Zwischenzeit kommt ein anderer Roboter, der seine Sauwohnung wieder aufräumen kann. Also der tut die Behälter 1 bis 3 dann in der gleichen Reihenfolge wieder ins Gitter zurück einlagern. Die Roboter sind etwa 130 Kilo schwer, sind batteriebetrieben und fahren ungefähr 13 Stundenkilometer schnell auf dem Gitter oben. Was speziell ist bei dieser Art von Anlage, jetzt gegenüber von einem Hochregallager, wie wir es dann vorhin gesehen haben, ist einerseits eine sehr kompakte Lagerung, also man hat keine Gassen, keine Gänge dazwischen, wo Platz wegnehmen, wo man nichts lagern kann. Und die hohe Energieeffizienz ist mit ausschlaggebend gewesen, dass wir es für das System auch entschieden haben. So eine Anlage braucht, wenn es Licht brennt, sehr wenig Energie. Wenn es Licht brennt, ist etwa ein Drittel vom Energieverbrauch fürs Licht, also für die Zuschauer eigentlich. Und die restlichen zwei Drittel brauchen dann die Roboter in Tat und Wahrheit um zum Arbeiten. Also sehr eine energieeffiziente Sache. So ein Roboter kann einen Behälter bis zu 50 Kilo transportieren und ist selber 130 Kilo schwer. Vorher haben wir ein Hochregallager gehabt, wir haben einen 8 Tonnen schweren Kran, wo wir 600 Kilo Paletten umeinander bewegen können.
Gut, gehen wir weiter. Das ist eine gute Frage. Ich erkläre es euch gerade allen, ja, wenn sie da oben sind. Ja. Gut. Wir dürfen sehr gerne dort ins Fenster hineinschauen. Ich tue aus dem Hintergrund ein bisschen bei euch in die Rücken reden gerne. Hier sieht man jetzt das selbsttragende Aluminiumgitter, wo die Roboter nachher drauf fahren. Die Behälter sind alle, wie schon gesagt, 20 übereinander in diesen Schächten gelagert. Und es ist so, wenn ein Behälter gebraucht wird oder ein Artikel gebraucht wird, dann wird der Behälter, der gebraucht worden ist, zuletzt zuoberst wieder auf die Säule gestellt. Das heisst, mit der Zeit gibt sich eine Verteilung. Artikel, die schnell drehen, Festplatten beispielsweise, die schwimmen eher oben ab. Artikel, die langsam drehen, irgendeine spezielle Batterie für eine Garagentor-Fernbedienung, die niemand braucht oder die wenigsten Leute brauchen, der sinkt mit der Zeit dann immer weiter runter. Und das führt eigentlich dazu, dass die Roboter relativ wenig graben müssen. Also wenn wir einen Auftrag haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Behälter oben abschwimmen, sehr gross. Wir tun etwa eine halbe Stunde Auftragsvorrat dieser Anlage übermitteln. Das heisst, die Anlage hat eine halbe Stunde Zeit, sich zu organisieren, die untersten Behälter auszugraben. Und wenn dann der Artikel oder der Auftrag an einem Arbeitsplatz abgerufen wird, dann kommt der Roboter, kann den Behälter holen. Und das ist eigentlich der Kommissionierer auch sehr schnell vorne, muss eigentlich sehr wenig auf Behälter warten. An diesen Kommissionierarbeitsplätzen haben wir eine Behälterwechselzeit von rund 3 Sekunden. Das heisst, wenn der Kommissionierer sagt, ich habe sie jetzt gegriffen, den Artikel, die Menge stimmt, der Artikel stimmt, dann geht es 3 Sekunden und dann kommt der nächste Behälter. Also man hat kaum Zeit, sich schnell wegzudrehen, den Artikel abzulegen, dann ist schon der nächste wieder da. Und durch das ist eigentlich die Anlage auch sehr effizient, weil sich eben die Roboter können rund eine halbe Stunde vorher vorbereiten. Die roten Teile, die wir hier an der Wand sehen, das sind die Ladegeräte, wo sich die Roboter aufladen können. Die docken innen auf dem Gitter mit dem Vödel vom Roboter docken die an so eine Ladestation an und docken sich dann laufend aufladen. Es sind immer etwa 2-3 Roboter am Laden, alle anderen arbeiten und die docken sich dann so wie abwechseln. Das ist in der Dimensionierung von der Anzahl Roboter ist das berücksichtigt, dass immer ein Teil am Laden ist. Also die Anlage kann 24 Stunden ununterbrochen laufen und die tun sich immer abwechseln mit Laden. Das System ist von einer norwegischen Firma entwickelt worden oder erfunden worden, das ist die Firma Hatteland. Swisslog, das ist eine Schweizer Firma, die in Buchs, Aargau ansässig ist, ist der Generalunternehmer, der die Anlage aufgebaut hat, zusammen mit verschiedenen Subunternehmern, eben der Hatteland und Fassadenbauer etc. Also es ist eigentlich ein Schweizer GU, den wir gewählt haben, der das Produkt aber eingekauft hat. Behälter selber, Kunststoffbehälter, sind im Bremgarten gespritzt worden, bei der Firma Utz. Also das war, sage ich jetzt mal, ein Aargauer Lieferant gewesen, eigentlich. Ja. Und auch Aufladen von diesen Apparaten mit Solarenergie, haben wir eigentlich von dem geredet?
Wir haben auf dem Modul 2 oben ist eine Solaranlage auf dem Dach in Betrieb. Die haben wir noch von den Lego-Zeiten übernommen. Wir haben schon mal ausgerechnet, was es bräuchte, mit einer Solaranlage das Autostart zu betreiben. Es ist nicht so viel, was man bräuchte. Und mal schauen, vielleicht kommt das irgendwann. Die bestehende Solaranlage reicht nicht ganz von der Leistung her. Die ist auch schon älter, die neuen sind natürlich viel effizienter. Aber die tut auch jetzt immer noch ins Netz wieder zurückspeisen und sicher auch einen Teil von dieser Anlage betreiben. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch ein kleiner Teil vom Energieverbrauch von der ganzen Logistik, oder? Genau, weil die Anlage eben wirklich sehr effizient ist. Okay. Sind normale Blei-Akkus drin? Da sind ganz normale Gel-Akkus drin, genau. Genau, dass es keine Knallgasbildung gibt während dem Laden innen. Genau. Es sind zwei Batterien drin, zwei Akkus, Gel-Akkus, wie man sie eigentlich aus der Automobilindustrie auch kennt. Ja. Also wartungsfreie Akkus eigentlich. Ja, genau. Das System tut immer ausrechnen, wo ein Roboter durchfährt und aufgrund der Geschwindigkeit tut er auch immer einen Bremsweg vorausberechnen. Also zwei Roboter dürfen sich nicht so kreuzen, dass sie nicht mehr bremsen könnten. Also wenn jetzt einer aus dem Grund ein Problem haben und aussteigen, dann sollte das eigentlich nicht zu einem Crash führen. Wir haben andererseits, wir sind ja VIPs, ich kann das sagen, wir haben andererseits mal ein Softwareproblem gehabt in dem Betrieb, das dazu geführt hat, dass zwei Roboter ineinander gecrashed sind. Sie sind zum Glück nicht sehr schnell unterwegs gewesen und man hätte sie wieder können flicken. Aber eigentlich sollte es das nicht geben. Und weil es das eben nicht gibt, sieht man gerade hier von einem Feister beispielsweise so einen Rahmen, der eben als Anfahrschutz eigentlich gilt. Für den Fall, wo nicht eintreten. Da haben wir den Anfahrschutz. Und die Höchstgeschwindigkeit, wie viel haben Sie gesagt? 13 Stundenkilometer fahren Sie. Ja. Das sieht schneller aus. Ja. Kontrolliert das nur das System, also softwaremäßig, oder ist das auf dem Roboter dann auch noch kontrolliert? Also sieht irgendwie die Distanz wird knapp, jetzt muss ich hochbremsen. Die Software tut eigentlich die Fahrbefehle der Roboter übermitteln und der Roboter fährt die ab. Ja. Das Einzige, was der Roboter macht, ist, er tut auf den Fahrschienen zählen, wie viel Platz dass er weitergefahren ist mit so einem kleinen Sensor und über die Radumdrehungen weiss er, wie weit das der Roboter gefahren ist. Also zum Positionieren, das macht er selber. Aber der Auftrag, du musst von A nach B fahren, kommt von der übergeordneten Software eigentlich. Wird über Funk auf den Roboter mit den Antennen dort übermittelt. Und eben Kontrolle, dass das aneinander vorbeigeht, auch? Oder hat er selber auch Sensoren an Bord? Das macht nur die Software. Das macht nur die Software? Die Kontrolle macht nur die Software, ja. Der Roboter vertraut darauf, dass der Weg frei ist, ja. Es ist also fast nicht mehr handelbar, oder? So viele Kreuzungen. Ja, genau. Genau. Software abgeladen, also wie die Steuerung funktioniert? Ist das eine konventionelle oder ist das mit Quasi? Oder? Das ist eigentlich eine spezielle Software von der Dings. Die grosse Leistung dieser Software ist eigentlich die Optimierung von der Anlagenleistung. Also dass man die Roboter auf die richtigen Jobs aufteilt, kürzeste Wege, möglichst wenig kreuzen und so. Das ist auch das grosse Know-how. Wie es im Detail funktioniert, weiss ich selber nicht. Das weiss ich nicht einmal zu den Herstellern genau. Haben wir manchmal das Gefühl. Und die HTLR ist der Haupt. Wir sind jetzt hier innen im Modul 2, wo unser Warenausgang untergebracht ist. Der Roland Brach sagt immer, wir sind in einer Päckchenfabrik in der Logistikbetrieb. Das sieht man jetzt hier innen, warum man das so sagt. Von dort oben, von dem Förderband, kommen Behälter oben runter, wo im Autostore oben kommissioniert worden ist. Und die Behälter finden dann hier unten verschiedene Ziele. Es gibt Aufträge, die komplett sind, die wir komplett dann können aus dem Autostore raus kommissionieren. Die werden dann beispielsweise auf dieser ersten Fördertechniklinie verpackt. Das ist unsere automatisierte Verpackungslinie, wo automatisch ein Karton hergestellt wird, automatisch die Höhe reduziert wird vom Karton auf die Höhe vom Produkt innen, also wir versuchen keine Luft mit zu verschicken oder wenig Luft zu verschicken und dann auch automatisch verdeckelt und etikettiert wird.
Oder es gibt den Weg, wenn jetzt ein Auftrag nicht fertig gemacht werden konnte im Autostore, dann wird der Behälter ganz hinten in das Regal hineingefahren und wartet beispielsweise auf einen Fernseher, der in der Fläche gerüstet wird. Der Fernseher wird dann jetzt in dieser Regalanlage, die ihr dort seht, parkiert, sagen wir dann. Und sobald alle Teile von einem Auftrag hier unten komplett angekommen sind, wird der Auftrag zusammengeführt und verschickt. Das ist eigentlich auch hier unten passiert. Die Aufträge werden nachher in die Postwagen hier innen verstellt und über die Postwagen, über die Rampinen, verlassen sie nachher unser Haus wieder. Die werden von der Post abgeholt, dann auf ihre Verteilzentren gebracht und dort dann eigentlich in die ganze Schweiz und Liechtenstein verschickt. Das sind, am Tag sind das rund 3.000 bis 4.000 Päckchen, die man so an einem normalen Tag rauslassen. Dazu kommen etwa 50 bis 70 Palettensendungen. Das sind Palettenbestellungen oder Grossmengenbestellungen oder sehr grosse Artikel, Servergehäuse zum Beispiel, Serverschränke, die gar nicht als Päckchen verschickt werden können. Das kommt zusätzlich noch oben drauf. Das gibt im Moment etwa zwischen 5 und 10 Abholungen von der Post. Das sind Lastwagen, die hier abholen können. Die können teilweise mit grossen Doppeldeckern die Wagen abholen, wo sie einfach viel mehr Kapazität reinbringen, um auch Bewegungen auf der Strasse zu reduzieren. Können die zeitlich immer gleich oder sind die auf den Tag verteilt, die Lastwagen? Die sind auf den ganzen Tag verteilt, dass wir einerseits nicht zu viel buffern müssen. Und andererseits hat die Post eigentlich, sagen wir, die gleiche Herausforderung wie wir. Wir haben irgendwo eine Bestelldeadline und wir schauen, dass wir bis am Abend die Aufträge rausbringen. Und das Gleiche passiert nachher auch auf der Post auch. Sie kommen die Päckchen über, müssen die noch über Nacht verteilen. Über die Bahn wird das gemacht, damit sie am nächsten Tag dann auf der Poststelle sind, damit sie verteilt werden können vom Pöstler. Genau. Der Empfänger von diesen Päckchen, wo passiert das? Genau. Der Empfänger von den Päckchen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die Päckchen werden an die Haustüre geliefert, sage ich jetzt mal. Der Kunde hat aber die Möglichkeit, den Dienst Pickpost von der Post zu nutzen. Das heisst, er kann angeben, ich will das Päckchen zum Beispiel an dieser Poststelle abholen. Dann wird das Päckchen dort angeliefert, der Kunde bekommt das SMS, das Päckchen ist angekommen und dann kann er selbstständig, nach dem Feierabend beispielsweise, auf den Postschalter gehen und sein Päckchen in Empfang nehmen. Das ist vor allem praktisch für die Leute, die nicht den ganzen Tag daheim sind, die arbeiten tagsüber und eigentlich immer den Postler verpassen, wenn er kommt. Aber wo kommt die Adresse drauf? Die Adresse selber wird entweder vom Mitarbeiter drauf gemacht, wenn es eine grosse Sendung ist. Also da wird gedruckt vom System zusammen mit der Rechnung. Die Rechnung kommt in die Karton rein. Die Etikette wird oben drauf geklebt, die drucken wir hier vor Ort. Oder es wird automatisch etikettiert, eben auf dieser automatischen Linie funktioniert das vollautomatisch. Der Mitarbeiter nimmt dort die Ware aus dem Behälter, tut sie in den Karton, schiebt den Karton ab. Und nachher geht es eigentlich vollautomatisch weiter. Und das System weiss nachher aufgrund von einem Barcode, ah, das ist die und die Sendung, und kann dann den Adresskleber automatisch drauf tun. Genau. Okay. Wir werden nachher, nach der Eröffnung, werden wir hier auch Betrieb haben. Also es wird nachher, wenn der Rundgang ablaufen, kommen wir eigentlich an diesen Punkten wieder vorbei. Und dann sehen wir vielleicht auch das eine oder andere bewegen zu der Erklärung, die ich jetzt geben konnte. Okay, sind soweit noch Fragen? Okay. Dann würde ich gerne dem Dani Reiser schon wieder übergeben. Er kann erzählen, wie es weitergeht. So, ja, das war ja interessant, wenn wir mal über die Highlights laufen. Der offizielle Teil von den Medien ist jetzt fertig. Am Ende geht es weiter mit der offiziellen Eröffnung. Ich kann nicht sehr viel mehr ergänzen. Sie haben jetzt also den Komplett um die Uhr zu schauen. Am Ende vor der Tür bitte, sie einfinden. Dort werden wir dann die offizielle Eröffnungsakt vollziehen. Bitte noch. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch können bei uns helfen können. Ja, da vorne beim Haupteingang. Es gibt auch noch Gelegenheit, jetzt noch Fragen zu stellen. Oder? Die Kiste, die hier oben runterkommen, wo gehen die zurück? Die landen alle hier.
funktioniert, jawohl, bestens. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in Willisau. Mein Name ist René Fellmann. Ich bin der Geschäftsführer von der Competec Logistik AG, von dieser Firma, die das hochmoderne neue Logistikzentrum betreibt. Wir haben die grosse Ehre, dass wir am heutigen Tag der offiziellen Eröffnung hochgestellte Persönlichkeiten von der Politik und von der Behörden bei uns begrüßen. Die Frage nicht wirklich klären können. So wie ich aber den Regierungsrat kenne, rechne ich fest damit, dass er mir nicht allzu böse ist, wenn ich nach den alten Gentlemans-Regeln verfahre, Ladies first. In dem Sinn möchte ich ganz herzlich begrüßen Frau Erna Bieri-Hunkeler, Stadtpräsidentin von Willisau. Ich darf ferner eben begrüßen den Regierungsrat Robert Küng, Vorsteher vom Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement vom Kanton Luzern. Dann nach den gleichen Regeln die Stadträtin Brigitte Troxler, Unternährer, der Herr Stadtamann Wendelin Hodl, der Herr Stadtrat Kurt Heiniger und der Stadtschreiber, der Herr Peter Kneubühler. Von der Wirtschaftsförderung Luzern ist anwesend der Herr André Marti. Und ich möchte ferner auch alle Damen und Herren von der Presse herzlich begrüßen. Und nicht zuletzt natürlich Sie alle, liebe Damen und Herren, die von nah und fern zu dem Anlass hierher gereist sind. Herzlich willkommen. Der Petrus spielt ja wunderbar mit heute. Das ist eine wahre Freude. Wir werden heute Türen aufmachen und Ihnen gerne mal zeigen, was in dem Gebäude passiert, was wir daraus gemacht haben und wie wir darin arbeiten. Wir werden heute den Betrieb aufnehmen, also echt arbeiten. Normalerweise tun wir das am Samstag nicht, aber für Sie haben wir das jetzt extra inszeniert, damit Sie auch sehen, wie die Anlagen funktionieren. Und ich gehe davon aus, es ist viel spannender, wenn man das alles ein bisschen im Betrieb sieht. Es gibt aber noch mehr. Wir haben auch eine tolle Ausstellung und auch die Kinder werden wahrscheinlich voll auf die Rechnung kommen. Es gibt diverse Attraktionen und Überraschungen. Und für die, die Lust haben, das Tanzbein zu schwingen, haben wir in unserem fantastischen Zelt hinten draussen am Abend auch noch ausreichend Gelegenheit. Ja, ich wünsche Ihnen eigentlich in dem Sinn einen interessanten und abwechslungsreichen Tag bei uns, bei der Competec in Willisau. Abwechslung ist Stichwort. Ich möchte nicht zu lang werden, sondern darf das Wort übergeben an den nächsten Redner. Das ist unser Chef, Firmengründer und Inhaber der Competec-Gruppe, der Roland Brack. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir haben Ende 2010 ziemliche Herausforderungen gehabt. Wir haben im Raum Megenwil 3-4 verschiedene Lagerstandorte gehabt. Alle sind zum Bersten voll gewesen. Und wir haben umgeschaut, haben gesucht, ob wir irgendwo etwas Neues bauen können oder etwas finden. Da hat sich aber alles als sehr schwierig erwiesen. Und vor allem ist uns irgendwann die Zeit vorgelaufen und wir haben festgestellt, wir müssen etwas suchen, das schon steht. Und dann hat es Glück gewählt, dass wir anfangs letztes Jahr hier in Willisau das wunderschöne Gebäude von der Lego können kaufen. Es hat sich gezeigt, auch nachher während der Planung und dem Umbau, dass das Gebäude auch perfekt zu unseren Bedürfnissen gepasst hat, von der Raumhöhe her, von den Flächen her, ist es eigentlich genau das, was wir uns vorgestellt haben, dass wir unser Wachstum von den nächsten Jahren, das wir geplant haben, weiter können abbilden. Es wird so sein, oder es ist jetzt so, dass wir nur etwa ein Drittel des Gebäudes schon gefüllt haben. Und die ganzen Anlagen, die wir hier eingebaut haben, sind so ausgelegt, dass wir das Dreifache vom heutigen Volumen auch bewältigen können.
Und das ist eigentlich eine optimale Ausgangslage für uns, weil wir vorhaben, in den nächsten 2-3 Jahren unser Sortiment nochmal deutlich auszubauen und damit unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir eigentlich das grösste Elektroniksortiment der Schweiz ab Lager haben, dass wir das noch weiter ausbauen können. Was auch ein bisschen zu uns passt, ist, dass in der Firma, das gehört ein bisschen zu uns, dass wir manchmal einfach etwas probieren und dann vielleicht auch wirklich Glück haben. Und ich glaube, was auch ein sehr grosses Glück war, ist, wir haben hier in Willisau sind wir wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Zusammenarbeit mit den Handwerkern, mit den Behörden und mit allen Beteiligten, die hat sehr, sehr viel Spass gemacht. Das ist nicht selbstverständlich. Für das möchte ich mich ganz recht herzlich bei allen bedanken. Und ich glaube, das ist wirklich ein Anlass, dass wir heute feiern können miteinander. Ich möchte gerne jetzt das Wort im Regierungsrat, dem Herrn Küng, übergeben, dass er auch noch ein paar Worte sagen kann. Danke vielmals. Sehr geehrter Herr Brack, sehr geehrter Herr Fellmann, werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr verehrte Damen und Herren. Im Namen von der Luzerner Regierung und auch im Namen des Stadtrats in Willisau darf ich heute hier stehen, gratulieren und viel Glück zu wünschen. Ich bin froh, dass ich das im Namen des Stadtrats auch machen darf. Weil heute fühle ich mich hundertprozentig als Willisauer. Ich darf in der Regierung seit einem Jahr sein und habe eigentlich mit dem Gebäude, das hier im Hintergrund steht, dürfen mit feiern, dann mit leiden. Freude und Leid ist hier sehr nah beieinander gewesen und heute sind wir hier zum Feiern. Sie spüren es, meine Emotionen sind voll mit dem Ort hier verbunden. Und das trifft auch auf den Stadtrat zu. Wir haben heute einen sonnigen Tag. Einen sonnigen Tag, ich hoffe es für die Brack-Gruppe, für die Compitec-Gruppe, für Willisau, für die Region, aber auch für unsere Volkswirtschaft im Kanton Luzern. Einen sonnigen Tag für Willisau und seine Region. Der Herr Brack hat das Gebäude hier eigentlich ausgelesen und nicht Willisau. Und dass das ausgerechnet zu Willisau steht, das Gebäude, haben wir im Stadtrat immer als Chancen angeschaut. Da muss noch mal etwas Grossartiges passieren. Und darum können wir hier nicht zu dieser Eröffnung übergehen, ohne dass wir noch ganz kurz zurückschauen, warum das Gebäude mit Willisau eine so eine enge Beziehung hat. Da sind Herz, da sind Emotionen drin, da ist Herzblut drin, Freude und Leid, ich habe es gesagt. Die Willisauer waren extrem stolz, dass praktisch alle Gewerbler an diesem Haus hier dürfen mitarbeiten, wo es entstanden ist. Das war im Jahr 1991, wo das Gewerbe hier einen grossen Einsatz geleistet hat. Wir hatten eine grosse Freude 1992, wo die Lego hier eröffnet hat und am liebsten ebenso enttäuscht gesehen, wo am 31. August 2005 da innen bekannt geworden ist, dass es fertig ist mit der Produktion und im März 2006 ist man ausgezogen. Ein Auf und Ab mit wirklich Emotionen und das in einer Zeit, wo Willisau sich zusammengerauft hat, Stadt und Land fusioniert hat, an die Zukunft geglaubt hat, Aufbruchstimmung da war, ist das so ein moralischer Dämpfer gewesen. Es hat eine Phase, die der Geduld braucht, noch 7 bis 10. Und jetzt darf ich Ihnen 2 Highlights überbringen. Wir haben im November 2010 sehr schmal gehört, dass der Herr Brack das Gebäude hier kaufen will. Und das Highlight hat jetzt persönlich zu tun, aber auch mit der Ausrichtung,
mit der Zielrichtung der Firma. Wir haben eine Zielstrebigkeit erlebt, wie das sehr selten vorkommt. Nach dem ersten Kontakt mit der Wirtschaftsförderung Ende Oktober, praktisch parallel November mit dem Stadtrat und bereits im Januar ist der Verkaufsvertrag unterschrieben worden. Neben dieser Zielstrebigkeit, das zweite Highlight, die Firmenkultur. Wir dürfen erleben, dass hier eine Firma kommt, die auf dem Boden steht, die Mitarbeiter einbezieht. Und das hat sich dokumentiert mit einer Garreise, die wir von Megenwil in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im März oder im April das Haus gezeigt haben. Und da habe ich gespürt, da kommt ein unwahrscheinlicher Geist vom Aargau hier auf das Willisau zu. Das muss gut kommen. Seit heute Morgen weiss ich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sogar den Namen Compitec mitbestimmt haben. Das zeigt den Einbezug. Und es gibt noch eine Überraschung heute, wo der Herr Brack dann wird verraten, der wieder mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun hat. Ich denke, es ist ein sonniger Tag für die Firma in dem Sinn, dass sie die Züglerei abgeschlossen hat mit einem gewaltigen Einsatz. Und ich wünsche mir ganz fest, ich denke im Namen von Ihnen auch, dass sich der Mut, das Gebäude hier zu kaufen, sich lohnt. Das ist mit einem Risiko verbunden. Wir sind aber überzeugt, dass sich hier in dieser Region sehr gut arbeiten lässt. Und wenn ich gehört habe, dass das ein Befreiungsschlag ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie hier Top-Arbeitsbedingungen bekommen, dann kann ich auch sagen, nicht nur die Arbeitsbedingungen im Haus sind gut, sondern in unserer naturnahen Landschaft gibt es auch einen guten Ausgleich, dass man eine Top-Leistung bringen kann. Die Entwicklung soll weitergehen. Ich hoffe, Willisau ist ein guter Boden für die Compitec-Gruppe. Aus 40'000 Artikeln sollen ja innerhalb von 2 Jahren hier 80'000 Artikel werden. Wir wünschen in der Firma für diese Entwicklung alles, alles Gute, viel Kraft, die richtigen Entscheidungen und auch ein entsprechend wirtschaftliches Umfeld. Ich danke ganz herzlich für die Zusammenarbeit, für die Offenheit, für die Unkompliziertheit. Ich danke, dass die Firma den Standort Willisau im Kanton Luzern gewählt hat. Das ist ein wichtiges Signal für unsere Region, für unseren Kanton. Und es ist ein Befreiungsschlag, auch aus dieser Optik, dass das Haus jetzt mit Leben gefüllt wird. Ich darf danken für das grosse Fest heute. Ich darf danken, dass Sie hier die Gelegenheit bekommen, zu schauen, was in diesem Gebäude entsteht. Ich wünsche Ihnen allen einen sonnigen Tag, spannende Begegnungen, interessante Besichtigung. Dankeschön. Ja, Herr König, danke vielmals für die schönen Worte für uns. Eben passend zu unserer Firmenkultur haben sich spontan 20 Mitarbeiter bereit erklärt zu einer Schlüsselfahrt, beziehungsweise nein, nicht bereit erklärt, sie haben selber die Idee gehabt dazu und dann auch umgesetzt, zu einer Schlüsselfahrt von Megenwil nach Willisau. Sie sind also heute Morgen am 8. Uhr gestartet in Megenwil mit dem Velo und sind jetzt hoffentlich die meisten angekommen. Und sie überbringen uns symbolisch einen Schlüssel für das Gebäude. Und ich möchte sie ganz recht herzlich willkommen heißen. Thank you.
Gut, dann schreiten wir jetzt zur Tat schreiten und schneiden das Band durchschneiden und das Gebäude offiziell eröffnen. Gut, also, wir bleiben noch zu danken. Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben, dass der Anlass hat können Realität werden konnte. Herzlichen Dank an die Vereine und an die Helfer, die auch sich spontan bereit erklärt haben, uns hier zu unterstützen. Herzlichen Dank an alle Besucher, dass sie so zahlreich erschienen sind. Herzlichen Dank an die Mitarbeiter. Die haben schon seit Wochen dafür gearbeitet, für die Ausstellung und so weiter. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag. Wir haben viele Attraktionen vorbereitet. Wir haben einen Rundgang vorbereitet. Wir haben eben Produkte ausgestellt, die Sie drinnen anschauen und auch ausprobieren können. Und am Abend machen wir noch ein bisschen Party. Ab 6 Uhr haben wir ein Konzert hinter dem Gebäude. Ich würde mich freuen, wenn ich dort auch noch möglichst viele von Ihnen dürfte begrüßen. Vielen Dank, schönen Tag.
Chef selber die Türen auf. Jawohl. Thank you.
Thank you.
Mal das Päckchen packen kämen irgendwie. Wo wird es jetzt genau gemacht? Paketstation, das wird dort bei der Frauenpaket, das ist dort okay. Hinten. Da, müsste ja. Vielleicht jetzt hier rüber oder ja, ihr könnt auch über diese Treppen wieder. Aber hier, was kommt bei euch, kommen dann die Lehren wieder an? Oder wie? Das geht wieder zurück, nach, okay. Das wird nachher wieder versorgt, oder? Das kommt jetzt abgeschottet, das sind alles die leeren Kisten, auch von Paketstationen, oder? Mhm. Das, die müssen wieder versorgt werden, oder? Das okay. Ist, wenn sie wieder zurück. Okay. Ja, es ist keine Hinten.
Wir haben hier vorne auf der linken Seite 4 Lastwagenrampen, wo pro Tag etwa 40 Sendungen bei uns ankommen. Dazu kommen noch mehrere Sendungen von Paketdienstleistern, also kleinere Lieferungen, kleinere Artikel, die hier bei uns reinkommen. Die Ware findet dann verschiedene Wege. Es gibt einerseits den Weg direkt in das Hochregallager rein, vom Modul 6. Andererseits gibt es den Weg in die Autostore-Anlage, die hier im Modul 4 im OG oben zu finden ist. Und es gibt den Weg von den Artikeln direkt ins Flächenlager, wo hier auch im Modul 3 und hier im Modul 4 im EG zu finden ist. Die Ware, die ins Hochregallager reingeht, das ist Reserveware. Beispielsweise, wenn wir Gehäuse einkaufen, haben wir vielleicht 1'000, 1'500 Stück von einem Artikel, der reinkommt. Dann stellen wir 2 oder 3 Paletten in die Flächenlager, damit wir dort abkommissionieren können. Und die restlichen Paletten kommen ins Hochregallager. Und dort wird dann automatisch Nachschub rausgeholt, wenn sie in der Fläche, in der Bestand zu tief geworden ist oder wenn sie ausgegangen ist, das Gehäuse. Wir gehen jetzt gerade in das Hochregallager rein und schauen, wie dort die Technik aussieht. Grüne, hast du da drüben abgedünnt? Ja, ich habe auch. Du musst ein bisschen flexibel sein. Im Moment ist hier noch sehr ruhig. Wir fangen etwa um 11 Uhr hier an zu arbeiten, damit dann das ganze Lager auch in Bewegung ist. Was man hier sieht, ist ein Drittel von dem Modul 6. Hier im ganzen Modul sind 13 Lagergassen untergebracht. Diese Gassen werden von diesen Hochregallager-Bediengeräten oder Regalbediengeräten bewirtschaftet. Das Gerät funktioniert vollautomatisch, das heisst, das fährt in diesen Gängen hin und her, holt Paletten, lagert sie aus oder lagert Paletten ein, die wir im Wareneingang nie gegeben haben. Das Regalbediengerät kann die Gasse wechseln. Also ist immer ein Bediengerät pro Brandabschnitt, der in Betrieb ist. Das wechselt dann die Gasse und kann somit alle Paletten eigentlich auf alle Paletten zugreifen. Das Gerät ist rund etwa 8 Tonnen schwer und läuft mit etwa 10-11 Stundenkilometer diesen Gassen hin und her. Das kann rund 600 Meter. Funktioniert, jawohl, bestens. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in Willisau. Mein Name ist René Fellmann, ich bin der Geschäftsführer von der Competec Logistik AG, von dieser Firma, die das hochmoderne neue Logistikzentrum betreibt.
Wir haben die grosse Ehre, dass wir am heutigen Tag von der offiziellen Eröffnung dürfen hochgestellte Persönlichkeiten von der Politik und von der Behörden bei uns begrüßen. Und damit habe ich eigentlich auch gerade ein kleines Dilemma. Begrüßen wir jetzt zuerst die Stadtpräsidentin, eine Dame, oder den Regierungsrat vom Kanton, ein Herr, wo ich heute Morgen der Bundeskanzler in Bern angerufen, haben die noch nicht abgenommen. Das heisst, ich konnte die Frage nicht wirklich klären. So wie ich aber den Regierungsrat Küng kenne, rechne ich fest damit, dass er mir nicht allzu böse ist, wenn ich nach der alten Gentleman's-Regel verfahre, Ladies first. In dem Sinn möchte ich ganz herzlich begrüßen Frau Erna Bieri-Hunkeler, Stadtpräsidentin von Willisau. Ich darf ferner eben begrüßen den Regierungsrat Robert Küng, Vorsteher vom Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement vom Kanton Luzern. Dann nach der gleichen Regel die Stadträtin Brigitte Troxler, Unternährer, der Herr Stadtamann Wendelin Hodl, der Herr Stadtrat Kurt Heiniger und der Stadtschreiber, der Herr Peter Kneubühler. Von der Wirtschaftsförderung Luzern ist anwesend der Herr André Marti. Und ich möchte ferner auch alle Damen und Herren von der Presse herzlich begrüßen. Und nicht zuletzt natürlich Sie alle, liebe Damen und Herren, die von nah und fern zu dem Anlass hierher gereist sind. Herzlich willkommen. Der Petrus spielt ja wunderbar mit heute. Das ist eine wahre Freude. Wir werden heute die Türen aufmachen und Ihnen gerne mal zeigen, was in den Gebäuden passiert, was wir daraus gemacht haben und wie wir darin arbeiten. Wir werden heute den Betrieb aufnehmen, also echt arbeiten. Normalerweise tun wir das am Samstag nicht, aber für Sie haben wir das jetzt extra inszeniert, damit Sie auch sehen, wie die Anlagen funktionieren. Und ich gehe davon aus, es ist viel spannender, wenn man das alles ein bisschen im Betrieb sieht. Es gibt aber noch mehr. Wir haben auch eine tolle Ausstellung und auch die Kinder werden wahrscheinlich voll auf die Rechnung kommen. Es gibt diverse Attraktionen und Überraschungen. Und für die, die Lust haben, das Tanzbein zu schwingen, haben wir in unserem fantastischen Zelt hinten draussen am Abend auch noch ausreichend Gelegenheit. Ja, ich wünsche Ihnen eigentlich in dem Sinn einen interessanten und abwechslungsreichen Tag bei uns, bei der Competec in Willisau. Abwechslung ist Stichwort. Ich möchte nicht zu lang werden, sondern darf das Wort übergeben an den nächsten Redner. Das ist unser Chef, Firmengründer und Inhaber der Competec-Gruppe, der Roland Brack. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir haben Ende 2010 haben wir ziemliche Herausforderungen gehabt. Wir haben im Raum Megenwil 3-4 verschiedene Lagerstandorte gehabt. Alle sind zum ersten voll gewesen. Und wir haben herumgeschaut, haben gesucht, ob wir irgendwo etwas Neues bauen können oder etwas finden. Da hat sich aber alles als sehr schwierig erwiesen. Und vor allem ist es irgendwann den Zeiten vorgelaufen und wir haben festgestellt, wir müssen etwas suchen, das schon steht. Und dann hat es Glück gewählt, dass wir Anfang letztes Jahr hier in Willisau das wunderschöne Gebäude von der Lego können kaufen. Es hat sich gezeigt, auch nachher während der Planung und dem Umbau, dass das Gebäude auch perfekt zu unseren Bedürfnissen gepasst hat, von der Raumhöhen her, von den Flächen her, ist es eigentlich genau das, was wir uns vorgestellt haben, dass wir unser Wachstum von den nächsten Jahren, das wir geplant haben, weiter können abbilden können. Es wird so sein, oder es ist jetzt so, dass wir nur etwa ein Drittel vom Gebäude schon gefüllt haben. Und die ganzen Anlagen, die wir hier eingebaut haben, sind so ausgelegt, dass wir das Dreifache vom heutigen Volumen auch bewältigen können. Und das ist eigentlich eine optimale Ausgangslage für uns,
weil wir vorhaben, in den nächsten 2-3 Jahren unser Sortiment nochmal deutlich auszubauen und damit unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir eigentlich das grösste Elektroniksortiment von der Schweiz ab Lager haben, dass wir das noch weiter ausbauen können. Was auch ein bisschen zu uns passt, ist, dass in der Firma, das gehört ein bisschen zu uns, dass wir manchmal einfach etwas probieren und dann vielleicht auch wirklich Glück haben. Und ich glaube, was auch ein sehr grosses Glück war, ist, wir haben hier in Willisau sind wir wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Zusammenarbeit mit den Handwerkern, mit den Behörden und mit allen Beteiligten, die hat sehr, sehr viel Spass gemacht. Das ist nicht selbstverständlich, für da möchte ich mich ganz recht herzlich bei allen bedanken. Und ich glaube, das ist wirklich ein Anlass, dass wir heute feiern miteinander. Ich möchte gerne jetzt das Wort im Regierungsrat, dem Herrn Küng, übergeben, dass er auch noch ein paar Worte sagen kann. Danke vielmals. Sehr geehrter Herr Brack, sehr geehrter Herr Fellmann, werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr verehrte Damen und Herren. Im Namen von der Luzerner Regierung und auch im Namen vom Stadtrat in Willisau darf ich heute hier stehen, zu gratulieren und viel Glück zu wünschen. Ich bin froh, dass ich das im Namen vom Stadtrat auch machen darf. Weil heute fühle ich mich hundertprozentig als Willisauer. Ich darf in der Regierung seit einem Jahr sein und habe eigentlich mit dem Gebäude, das hier im Hintergrund steht, dürfen mit feiern, dann mit leiden. Freude und Leid ist hier sehr nah beieinander gewesen und heute sind wir hier zum Feiern. Sie spüren es, meine Emotionen sind voll mit dem Ort hier verbunden. Und das trifft auch auf den Stadtrat zu. Wir haben heute einen sonnigen Tag. Einen sonnigen Tag, ich hoffe es für Brack-Gruppe, für Compitec-Gruppe, für Willisau, für die Region, aber auch für unsere Volkswirtschaft im Kanton Luzern. Einen sonnigen Tag für Willisau und seine Region. Der Herr Brack hat das Gebäude hier eigentlich ausgelesen und nicht Willisau. Und dass das ausgerechnet zu Willisau steht, das Gebäude, haben wir im Stadtrat immer als Chancen angeschaut. Da muss noch mal etwas Grossartiges passieren. Und darum können wir hier nicht zu dieser Eröffnung übergehen, ohne dass wir noch ganz kurz zurückschauen, warum das Gebäude mit Willisau so eine enge Beziehung hat. Da sind Herz, da sind Emotionen drin, da ist das Herzblut drin. Freude und Leid, ich habe es gesagt. Die Willisauer waren extrem stolz, dass praktisch alle Gewerbler an diesem Haus hier dürfen mitarbeiten, wo es entstanden ist. Das war im Jahr 1991, wo das Gewerbe hier einen grossen Einsatz geleistet hat. Wir hatten eine grosse Freude 1992, wo die Lego hier eröffnet hat. Und man war ebenso enttäuscht, wo am 31. August 2005 hier innen bekannt geworden ist, dass es fertig ist mit der Produktion und im März 2006 ist man ausgezogen. Ein Auf und Ab mit wirklich Emotionen. Und das in einer Zeit, wo Willisau sich zusammengerauft hat, Stadt und Land fusioniert hat, an die Zukunft geglaubt hat, Aufbruchstimmung da war, war das so ein moralischer Dämpfer gewesen. Es hat eine Phase, die Geduld braucht, noch 7 bis 10. Und jetzt darf ich Ihnen 2 Highlights überbringen. Wir haben im November 2010 das erste Mal gehört, dass der Herr Brack das Gebäude hier kaufen will. Und das Highlight hat jetzt persönlich zu tun, aber auch mit der Ausrichtung, mit der Zielrichtung von der Firma. Wir haben
eine Zielstrebigkeit erlebt, wie das sehr selten vorkommt. Nach dem ersten Kontakt mit der Wirtschaftsförderung Ende Oktober, praktisch parallel November mit dem Stadtrat und bereits im Januar ist der Verkaufsvertrag unterschrieben worden. Neben dieser Zielstrebigkeit, das zweite Highlight, die Firmenkultur. Wir dürfen erleben, dass hier eine Firma kommt, die auf dem Boden steht, wo Mitarbeiter einbezieht. Und das hat sich dokumentiert mit einer Garreise, die wir von Egenwil in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im März oder im April das Haus gezeigt hat. Und da habe ich gespürt, da kommt ein unwahrscheinlicher Geist vom Aargau hier auf das Willisau zu. Das muss gut kommen. Seit heute Morgen weiss ich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sogar den Namen Compitec mitbestimmt haben. Das zeigt den Einbezug. Und es gibt noch eine Überraschung heute, wo der Herr Brack dann wird verraten, der wieder mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun hat. Ich denke, es ist ein sonniger Tag für die Firma in dem Sinn, dass sie die Zügelerei abgeschlossen hat mit einem gewaltigen Einsatz. Und ich wünsche mir ganz fest, ich denke im Namen von Ihnen auch, dass sich der Mut, das Gebäude hier zu kaufen, sich lohnt. Das ist mit einem Risiko verbunden. Wir sind aber überzeugt, dass sich hier in dieser Region sehr gut arbeiten. Und wenn ich höre, dass das ein Befreiungsschlag ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie hier Top-Arbeitsbedingungen bekommen, dann kann ich auch sagen, nicht nur die Arbeitsbedingungen im Haus sind gut, sondern in unserer naturnahen Landschaft gibt es auch einen guten Ausgleich, dass man eine Top-Leistung bringen kann. Die Entwicklung soll weitergehen. Ich hoffe, Willisau ist ein guter Boden für die Compitec-Gruppe. Aus 40'000 Artikeln sollen ja innerhalb von 2 Jahren hier 80'000 Artikel werden. Wir wünschen in der Firma für diese Entwicklung alles, alles Gute, viel Kraft, die richtigen Entscheid und auch ein entsprechend wirtschaftliches Umfeld. Ich danke ganz herzlich für die Zusammenarbeit, für die Offenheit, für die Unkompliziertheit. Ich danke, dass die Firma den Standort Willisau im Kanton Luzern gewählt hat. Das ist ein wichtiges Signal für unsere Region, für unseren Kanton. Und es ist ein Befreiungsschlag, auch aus dieser Optik, dass das Haus jetzt mit Leben gefüllt wird. Ich darf danken für das grosse Fest heute. Ich darf danken, dass Sie hier die Gelegenheit bekommen, zu schauen, was in diesem Gebäude entsteht. Ich wünsche Ihnen allen einen sonnigen Tag, spannende Begegnungen, interessante Besichtigung. Dankeschön. Ja, Herr König, danke vielmals für die schönen Worte für uns. Eben passend zu unserer Firmenkultur haben sich spontan 20 Mitarbeiter bereit erklärt zu einer Schlüsselfahrt, beziehungsweise nein, nicht bereit erklärt, sie haben selber die Idee gehabt dazu und dann auch umgesetzt, zu einer Schlüsselfahrt von Egenwil nach Willisau. Sie sind also heute Morgen am 8. Uhr gestartet in Egenwil mit dem Velo und sind jetzt hoffentlich die meisten angekommen. Und sie überbringen uns symbolisch einen Schlüssel für das Gebäude. Und ich werde sie ganz recht herzlich willkommen heißen.
gut, dann schreiten wir jetzt zur Tat schreiten und schneiden das Band durchschneiden und das Gebäude offiziell eröffnen. Was ist? Entschuldigung. Können Sie auch noch ein bisschen beschäftigen? Genau. Checkt sich über die Tasche. Hier, das ist ein Sender fürs die Kamera. Aha. Gut, also wir bleiben noch zu danken. Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben, dass der Anlass hat können Realität werden. Herzlichen Dank an die Vereine und an die Helfer, die auch sich spontan bereit erklärt haben, uns hier zu unterstützen. Herzlichen Dank an alle Besucher, dass sie so zahlreich erschienen sind. Herzlichen Dank an die Mitarbeiter, die haben schon seit Wochen dafür gearbeitet, für die Ausstellung und so weiter. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag. Wir haben viele Attraktionen vorbereitet, wir haben einen Rundgang vorbereitet, wir haben eben Produkte ausgestellt, die Sie drinnen können anschauen und auch ausprobieren. Und am Abend machen wir noch ein bisschen Party. Ab 6 Uhr haben wir ein Konzert hinter dem Gebäude. Ich würde mich freuen, wenn ich dort auch noch möglichst viele von Ihnen dürfte begrüßen. Vielen Dank, schönen Tag. Thank you.
Was ist das für ein Tag für Sie, für eine Bedeutung? Da vielleicht noch ganz kurz der Konzern, oder wie sagen Sie, der Betrieb, der Konzern, vorgestellt. Und was geht heute, also was ist heute für ein Tag, was tun die Leute? Ist gut. Hast du noch Fragen im Interview, was ich fragen könnte? Ich würde eher die Frage, was ich am Anfang schon gesagt habe, wie seid ihr auf Willisau gekommen? Ja, ganz okay. Kurz. Mhm. Wie, mit wem, warum, wieso? Mhm. Und vielleicht, was ich auch noch wichtig finde, einfach nochmal die Zukunftsperspektive. Fünf Jahre. Da ist eigentlich nichts gesagt worden dazu. Das sind so die zwei Sachen. Mhm. Also Sie fragen und ich antworte. Genau, ja. Mhm. Roland, Prag, ein bedeutender Tag für euch. Was habt ihr für Gefühl? Ja, es ist ein sensationelles Gefühl. Wir haben jetzt anderthalb Jahre lang gearbeitet und auf diesen Tag hingearbeitet eigentlich, dass die Anlagen aufgebaut sind und dass wir es in Betrieb nehmen können. Von dem her, da fällt einem schon steif vom Herz. Ein Fest im Hintergrund, man hört, es werden Ballons aufblasen. Jetzt zu der Geschichte der Firma, vielleicht noch ein paar Worte. Und wie sind ihr auf Willisau gekommen? Es ist so, dass wir im Raum Megenwil haben wir 3-4 verschiedene Gebäude gehabt mit Lager im 2010. Und die waren alle gestossen voll gewesen. Und wir haben dann versucht, ein Neubauprojekt zu realisieren. Und irgendwann ist uns aber dort die Zeit davon gelaufen. Und wir haben nach einem Gebäude gesucht, das schon steht. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass wir das tolle Gebäude hier in Willisau gefunden haben, das optimal auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten eigentlich war. Und so sind wir auf Willisau gekommen. Vielleicht noch ganz paar Worte kurz zu der Firma Prag. Was macht ihr? Also wir machen Versand und E-Commerce eigentlich für Elektronikartikel. Und unser Alleinstellungsmerkmal ist das grosse Sortiment. Wir haben das grösste Elektroniksortiment in der Schweiz, das ab Lager lieferbar ist, mit etwa 40'000 verschiedenen Artikeln, die hier gelagert sind. Wie das bewirtschaftet wird, wie das tut, das sehen wir jetzt gerade im Betrieb. Da machen wir einen Schnitt und dann nachher noch. Wir sehen, die haben da wahnsinnig viel an Technik investiert, Innovationen, die da getätigt worden sind. Wie seht ihr die Firma Zukunft in den nächsten 5 Jahren? Ich denke, die bleiben in Willisau, oder? Ja, also für uns ist da eindeutig eine langfristige Perspektive. 5 Jahre sind allerdings in unserer sehr dynamischen Branche schwierig zu sagen, wo wir dann werden stehen. Was sicher ist, wir haben vor, in den nächsten 2-3 Jahren unser Sortiment in der Grössenordnung nochmal zu verdoppeln. Und vom Gebäude her ist es so, dass es jetzt erst etwa so zu einem Drittel gefüllt ist. Also wir haben da relativ viel Reservekapazität, was wir uns eigentlich immer gewünscht haben, dass wir wirklich unser Wachstum für die nächsten paar Jahre da problemlos können abdecken können. Mhm. Das Gebäude ist zu einem Drittel bereits bewirtschaftet, die restliche Fläche, wie wird die genutzt? Ist die brachgelegt? Nein, also ein Teil der Flächen ist vermietet. Da haben wir Untermieter, die die Flächen mieten. Und ein Teil ist einfach, wo die Anlagen noch nicht voll ausgelastet sind. Wir haben die Konzeptionierung und Dimensionierung von der technischen Anlagen ist auf das dreifache Volumen von dem, was man heute bewegt, eigentlich ausgelegt.
ausgerüstet für die Zukunft. Jetzt schauen wir ganz ein bisschen neue Zukunft heute. Was passiert heute am Samstag hier bei Brack? Also heute haben wir den Eröffnungstag für die Allgemeinheit mit ganz vielen Attraktionen. Wir haben Vereine, die da sind, die sich vorstellen. Wir haben Artikel, die ausgestellt sind, die wir verkaufen, die man auch ausprobieren kann. Und wir haben einen Rundgang vorbereitet. Die Anlagen sind alle in Betrieb, sodass die Leute schauen können, wie die Sachen funktionieren. Und am Abend haben wir dann noch eine grosse Party. Ab 6 Uhr haben wir ein Konzert hinten auf der Wiese, wo wir hoffentlich auch ganz Haufen Besucher werden haben. Danke vielmals. Wie es so tut, das sehen wir jetzt. Gut, dann gehen wir dann noch ein bisschen schauen. Danke vielmals, super. Danke vielmals. Okay, machen wir noch ein bisschen. Was haben wir gemacht? 1, 2, aber nicht eingeschaltet. Gut. Ach, das denkt ihr nochmal. Ich muss die Frage nicht mehr stellen, ich steige wieder ein. Oder? Das ist gut, ja. Es ist tatsächlich ein Freudentag heute, dass in dem ehemaligen Liga-Gebäude Brack-Gruppe hier Einzug halten, mit 100 Arbeitsplätzen. Wenn Sie fragen, wie ist das gegangen, wir erinnern uns, im Jahr 2006 sind hier im März die letzten Maschinen von der Lego ausgeräumt worden. Und dann ist es ruhig geworden. Das war eine schwierige Zeit. 7, 8, 9 hat man das Gefühl, es passiert da gar nichts. Bis dann im November vom Jahr 2010 der Kontakt mit dem Herrn Brack stattgefunden hat. Wir im Stadtrat Zwillisau damals im Dezember den Herrn Brack können empfehlen. Und sage und schreibe bereits im Januar vom Folgejahr, dann im Jahr 2011, der Kaufvertrag unterschrieben worden ist. Das Zügungsvorgehen, die Stadt Willisau, wie hat sie da Hand dazu bieten können? Ja, es ist eigentlich nicht an der Stadt Willisau gelegen, dass sie müssen Hand bieten musste. Es ist um ein Objekt gegangen. Das ist eher zufällig, dass das halt da in Willisau gestanden ist. Der Kontakt ist über die Wirtschaftsförderung zustande gekommen. Und wir hätten einfach sofort von der Behördenseite signalisiert, dass man alles tut für die nötigen Baubewilligungen, die es dann anschliessend für den Einbau von der Logistikanlage gebraucht hat, dass man dort die Unterstützung bietet. Das auch natürlich vom Kanton. Ja. Soweit ist das gut, oder? Also, ja, ja. Robert König, Regierungsrat. Regierungsrat Robert König. Ah, hast du noch etwas? Ah, okay. Ich kann nicht mehr ein Spickabo machen. Aha, okay. Ja, 1, 2, 3. Nein, machen wir. Ist gut, ob's. Einfach schnell testen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Wie ist der Vorname? André Mal. Ah, ja. 1, 2, 3. André Marti, der Regierungsrat Robert König, hat es bereits gesagt, wesentlich mitverantwortlich, dass Brack hier auch noch ist, das Logistikzentrum von der ehemaligen Lego, hat die Wirtschaftsförderung damit zu tun. Wie ist das vor sich gegangen? Das sind natürlich einerseits Kontakte, die dann zustande kommen, oder? Dass man aufmerksam wird, dass es so eine Immobilie gibt. Dann kommen natürlich auch sehr viele Bewilligungsfragen auf so eine Firma zu. Dann kommen sehr viele Fragen, auch Überlegungen von zukünftigen Entwicklungen und so weiter, die müssen im Vorfeld abgeklärt werden, damit die Firma ein gutes Bild, ein gutes Gefühl bekommt. Bin ich da am richtigen Ort? Bin ich richtig aufgehoben? Habe ich die richtigen Ansprechpartner? Kann ich mich zukünftig wohlfühlen da? Und da haben wir natürlich eine Schlüsselposition irgendwo zwischen Verwaltung und der Privatwirtschaft drin, damit wir diese Kontakte und diese Informationen auch bieten können. Eben, dass die
eben das Prakto hergekommen ist, ist sehr schnell gegangen. Habt ihr auch schnell müssen handeln? Ist das vom Unternehmen eigentlich fast ein bisschen eine Anforderung gewesen? Das hat tatsächlich sehr schnell müssen gehen und ist tatsächlich natürlich auch ein dringendes Problem für die Firma, das müssen gelöst werden. Und wir sind uns natürlich gewöhnt, dass wir da auch effizient reagieren. Also wir, zum Beispiel im Herbst 2010 ist das aufgekommen, das Thema. Wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr sehr, sehr eine intensive Phase gehabt, wo viele andere Ferien machen dort. Wir hatten eine Haufen Sitzungen gehabt. In der ersten Januarwoche ist das dann unterschrieben worden. Also von dem her nimmt man sich natürlich dann die Zeit, wenn so ein interessantes Projekt kommt. Das ist unser tägliches Brot, damit wir einfach reagieren und flexibel sein können. Ja. Brack in Willison, was hat das für einen Stellenwert jetzt innerhalb der Wirtschaftsförderung gehabt? Es hat einen riesen Stellenwert. Es ist ja natürlich mit dieser Grösse, Firma und Projekt, die wir hier zu tun haben, das sind nicht alltägliche. Auch irgendwo in den Ballungszentren und an den an sich sich eher aufdrängende Industriestandorte an der Autobahn wären das schon außergewöhnliche Projekte. Und wenn dann das noch da ist, in einer ländlichen Region, wo es sehr wichtig ist, dass man Arbeitsplätze schaffen können, dass das da ist in einem Gebäude, wo man eigentlich ein langfristiges Problem wieder lösen oder ein Gebäude, das man wieder mit Leben füllen will, hat es erst recht natürlich einen Stellenwert gehabt. Also für uns eine doppelte Freude gewesen, dass wir jetzt hier wieder einen guten Nutzer in das Gebäude hineinbringen können. In dieser Lage, an diesem Ort in Willisau. Danke vielmals. Hättest du noch irgendwie etwas, was dir jetzt gerade einfach jetzt abgesehen davon. Hast du noch Fragen, Corinna? Irgendwie? Sie ist ja auch immer im schlechten Gewissen, sie sagt mir noch, was ich machen soll. Ich hätte schon noch ein Anliegen. Ah, okay, gut. Ist mir ein Anliegen, irgendwo noch ein bisschen zu deponieren, die aha. Firmenkultur, wie sie mit den Mitarbeitern umgehen. Oder? Das hat natürlich eine künftige Auswirkung, wie sie hier werden. Eins, zwei, drei. Wie sie hier werden funktionieren. Aha. Das ist natürlich etwas, was sehr hervorragend sich gezeigt hat. Was wäre die entsprechende Frage zu dieser Aussage? Also der Hintergrund ist eigentlich, wo Sie fragen könnten, es kommen 100 Mitarbeiter von Megawil daher. Okay, gut, das ist ja eigentlich immer auch Gewaltübung, ob das dann auch funktioniert in Zukunft. Oder kommen die mit oder bleiben die und künden? Okay, gut, jawohl. Für das für so quasi eine eingesessene Firma, bin ich rangekommen, ne? Für so eine quasi eingesessene Firma in Megawil, Firma Brack, ist ja das eine riesige Herausforderung, das ganze Mitarbeiterstab, das muss ja da in Willisau wieder weitergehen, überziehen. Was haben die für einen Eindruck? Zum Beispiel jetzt gerade hinterher am Empfang, die Sekretärin, ich glaube, sie ist schon in Willisau. Ja, das ist dann tatsächlich immer eine riesige Herausforderung bei einem Firmenumzug. Weil die Mitarbeiter sind das Kapital von einer Firma. Ohne die Mitarbeiter, die Erfahrung mitbringen, kann das nicht funktionieren. Und das ist natürlich hier außergewöhnlich gut und außergewöhnlich eigentlich auch ernsthaft betrieben worden. Man hat sehr, sehr früh die Mitarbeiter mit einbezogen, man hat sie informiert, man hat sie daran hergeführt, an die neue Situation. Und man hat ihnen natürlich auch ganz klar auch aufgezeigt, was da auf sie zukommt, mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl und Wertschätzung. Und das hat für mich natürlich auch gerade sehr früh schon ein ganz gutes Gefühl gegeben, dass da eine Firma herkommt mit einer hervorragenden Qualität, die wird Arbeitsplätze anbieten, wo es den Leuten wohl ist, wo wird Wertschätzung auch den Mitarbeitern entgegengeben. Und so dürfen wir auch erwarten, dass die Firma auch gegen aussen funktioniert, dass sie sich mit Verantwortung eigentlich da am Standort Luzern, Willisau eigentlich in dem Sinn auch, bewegt und agiert. Also für uns sehr, sehr ein gutes Zeichen gewesen, dass die nachhaltig und seriös arbeitet, die Firma. Es war ja fast ein bisschen ein symbolisches Beispiel gewesen. Die Mitarbeiter sind unter Anstrengung mit dem Velo hierher gefahren. Ist ja eigentlich fast auch Zeichen gegeben. Absolut, es zeigt genau das, oder, dass die Mitarbeiter sich sehr positiv eingestellt haben auf den Umzug auf Willisau. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten etwa 200 Gäste hier, Mitarbeiter mit ihren Angehörigen. Das war ganz in einer frühen Phase gewesen. Die sind mit Gar angefahren am Samstagmorgen. Der Robi Küng, damals noch Stadtpräsident, und ich haben die zwei Gar-V-Leute in Willisau in einer Stadtrundfahrt umgeführt, haben dann etwas erzählt über Willisau. Und das ist natürlich extrem wichtig, solche Sachen, dass die Mitarbeiter eben noch emotional irgendwo mit der Sache dabei sind, mit Freude hierher kommen. Eben so eine Aktion zeigt es dann nachher. Sie tragen es freiwillig mit dem Velo den Schlüssel hier auf Willisau. Und das ist natürlich wirklich für uns ein ganz, ganz gutes Zeichen gewesen, dass da nicht nur der Chef will, sondern dass die ganze Firma will hierher kommen. Danke vielmals. Hast du noch was? Haben wir noch etwas? Das wäre es für mich gesehen, ja. Tipptopp. Gut, ist gut geworden.